Am Samstag, dem 6. August, gab es das Nordwand Open Air bereits zum 8. Mal und zum 5. Mal in Deutschlandsberg. Und es war wieder mal mit vielen Stars und Überraschungen geprägt. Als Warm-up gab es den Auftritt der Choralmkreiner, die bereits große Menge an Besuchern einheizte. Und auch die waren vom Publikum begeistert. Absolut genial. Also großes Kompliment an Nordwand, an das ganze Team, an den Fanclub, an den Veranstalter. Also es war einsame Spitze und natürlich das Publikum ganz, ganz fein. Also wirklich sensationell. Aber die Choralmkreiner haben ja ein breit gefächertes Repertoire an Musik. Nicht nur Oberkreiner Sound, also wir sind eine typische Tanzmusik, so wie man das kennt. Also wir machen natürlich Oberkreiner, wir machen moderne Schlager, natürlich auch ein bisschen Rock dabei, steirische Volksmusik, also ein bunter Mix für Hochzeit, für Zeltfeste, also was man eigentlich alles so braucht. Als zweiter Künstler stand dann der sympathische Ligister und Fernsehmoderator Daniel Düsenflitz auf der Bühne und sorgte mit bekannten Hits, dass die Stimmung im Publikum noch weiter anstieg. Bis dann der große Auftritt der Hausherren am Programm stand. Und der hatte es in sich. Der erste Song wurde nämlich vom Dach des Hauses gespielt. Welchen Stellenwert hat eigentlich das Open Air für die Jungs selbst? Also einen sehr hohen Stellenwert, und zwar ist eigentlich das Jahreshighlight für Nordwand, wirklich vor 3000 begeisterten Besuchern, Freunden und Fans hier auf der Bühne zu stehen, ist wirklich gewaltig, Gänsehaut-Feeling pur. Wir sind wirklich stolz, dass wir heute hier sein dürfen. Aber ein ganz großes Highlight wartet heuer ja noch auf die Nordwand. Heuer sind wir noch 3 Wochen in Oberhausen beim zweitgrößten Oktoberfest Deutschlands. Nach der Münchner Wiesn ist in Oberhausen wirklich ein Riesenfest. Mit dabei Nordwand, Andreas Cablé und viele Größen der Schlag- und Musikszene. Dann hieß es aber ab auf die Bühne, und da gab die Nordwand richtig Gas mit den bekanntesten Hits aus den vergangenen 13 Jahren. Ein einzigartiges Duett gab es dann für alle Anwesenden, extra aus Florida angereist, und das war keine geringere als Peggy March. Mensch, ist das eine Stimmung hier, das ist ja Wahnsinn! Zuerst im Duett und dann eine Weile solo unterwegs, und das Publikum war begeistert von der netten Dame mit über 50 Jahren Bühnenerfahrung. Aber wie schafft man es eigentlich, einen Weltstar nach Deutschlandsberg zu holen? Ja, das ist gar nicht so einfach gewesen für uns. Also der Wolfi hatte eigentlich die Idee dazu, er möchte mal einen Peggy March Song covern. Und wir machen das einfach wir vier in gewohnter Nordwand-Manier. Dann entstand die Idee von Wolfi eigentlich, genau in Alleinregie, muss man sagen. Wie wäre es, wenn wir die Dame kontaktieren? Vielleicht kommt sie rüber und macht das mit uns gemeinsam. Das ist uns wirklich nach einem Dreivierteljahr harter Arbeit gelungen. Und mittlerweile ist die Peggy eine sehr gute Freundin von uns, und es funktioniert wirklich wunderbar. Und auch in Zukunft wird es immer wieder Überraschungen geben. Geplant ist natürlich einiges. Nordwand ist auch wieder daran zu arbeiten, ein neues Album zu produzieren. Und viele, viele Überraschungen stehen schon für den Herbst bereit. Alles natürlich immer zu finden im Internet unter www.nordwand.at. Natürlich auch im Facebook immer mit dabei sein bei Nordwand, auf Gefällt mir drücken. Alles sehen, alles mitbekommen. Wir sind immer daran, Neues zu erfinden, Neues zu erarbeiten und immer Vollgas voraus. Nordwand Party pur leben. Und auch nach so vielen Jahren ist Peggy March auch noch kein bisschen müde. Woher kommt denn eigentlich die Motivation? Oh nein, die Musik ist die Motivation. Das reicht eigentlich. Ich hoffe, dass es bleibt, bis ich alt und grau bin. Und wie kommst du dazu, dass du jetzt genau mit Nordwand ein Duett singst? Wie ist man eigentlich zu der Konstellation gekommen? Es ist gekommen durch denen. Wir haben dieselbe Agentur quasi, eine Managementfirma. Und die haben mich angerufen, Bruce. Und würdest du sowas machen? Was denkst du? Und so weiter. Natürlich wollte wissen, wie die Jungs aussehen und wollte wissen, wie sie überhaupt was machen und so. Und das dauerte so ein ganzes Jahr, bis wir irgendwie dann zusammenkamen und uns kennengelernt haben. Und ich finde es eine tolle Idee. Ich fühle mich geehrt eigentlich, dass sie meine Lieder ausgesucht haben. Das finde ich so schön und so gut. Und dass es noch so gut ankommt und dass die es mögen, und mit denen zu arbeiten, hat einfach nur Spaß gemacht. Moderiert wurde das Open Air vom ORF Steiermark Programmchef Bernd Bratter, der ja vor wenigen Tagen vor über 70.000 Besuchern auf der Bühne stand. Ja, also letzte Woche, das war ein einmaliges Erlebnis natürlich auch für mich und nicht nur für Andy Cavalier oder die Band. Über 72.000 im Olympiastadion. Ja, war genial, aber es ist heute nichts anderes. In Wahrheit, man sieht fröhliche Gesichter, es sind heute 2.000, 3.000 da. Alles auch in einem Kessel.
Und eigentlich macht es nicht viel Unterschied, in Wahrheit. Weil du kannst sowieso nicht jedem die Hand geben und du siehst sowieso nicht jeden richtig. Die Stimmung ist heute einzigartig. Ich freue mich wirklich, weil ich bin ja schon seit Jahren mit dabei, jedes Jahr eigentlich. Und wenn man sieht, wie das so wächst, von Jahr zu Jahr und immer mehr Fans dazukommen, da freue ich mich sehr für die Jungs. Frauen sind wie Sterne. Und auch für den Bürgermeister und die Stadt Deutschlandsberg ist das Open Air eine große Bereicherung. Auf jeden Fall. Und wenn man schaut, wichtig ist die Authentizität. Nordwand ist eine Gruppe, die aus Deutschlandsberg kommt, aus der Umgebung kommt, die sich einfach irrsinnig gut entwickelt, die tolle Musik macht, die aber einfach Party macht, wo die Leute Spaß haben und wo sie einfach den Alltag vergessen können. Und das ist einfach wunderschön. Und es ist auch ganz interessant, wenn man schaut, das Fachmarktzentrum des Salto unter Tag, da geht es ums Einkaufen, da geht es um Alltägliches. Also wenn man schaut, wie in einer wunderbaren Arena sich das in der Nacht verwandelt. Das ist einfach ein tolles Stadion, eine tolle Atmosphäre ist. Aber ein Künstler wartet ja noch im Backstage-Bereich. Und das ist kein geringerer als der bekannte Nick B. Ja, ich glaube, das ist das ganz was Wesentliches, wenn nicht nur Nordwand da ist, sondern auch die Wegbegleiter, Freunde, so wie heuer Nick B. zum Beispiel. Ich glaube, das wertet das Ganze natürlich auf, wenn man weiß, dass der Nick B. eigentlich nur große Hallen mehr macht und Konzerte macht. Aber er sagt trotzdem, ja, ich war schon vor ein paar Jahren dabei, das hat mir gut gefallen in der Schlanzberg, ich komme wieder. Das spricht natürlich dann auch für Nick. Und da sieht man wieder mal, dass es alles eine große musikalische Familie ist. Bei traumhaftem Wetter, einer Masse an Menschen und allerbester Laune startete Nick B. sein Programm. Und das hatte es wirklich in sich. Wie kommt gerade ein Nick B. nach Deutschlandsberg? Ich freue mich, wenn mich Kollegen einladen, bei ihren Heim-Open ein Konzert zu geben. Und wenn man dann die Fans von Nordwand quasi mit meiner Musik begeistern konnte, ist das natürlich super schön. Über 3000 Besucher von jung bis alt lockte das Open Air aus der gesamten Steiermark nach Deutschlandsberg. Ich glaube, es ist schon das Nordwand Open Air, wo die meisten wegen Nordwand hier sind. Und so, wie wir es gesehen haben, um der Stimmung, haben wir viele Nordwand-Fans begeistern können und das freut mich sehr. Nach einigen Wochen ohne Pause, aber dafür mit harter Arbeit, heißt es auch für Nick B. einmal abschalten. Naja, jetzt gehe ich auf mal Urlaub, für mal 4 Wochen weg. Und dann haben wir die Österreich- und Deutschland-Tournee im Herbst, Oktober, November und Dezember. Und dann kommen die Weihnachten und dann legen wir wieder ein bisschen zurück. Dann ist das Jahr ziemlich erfolgreich, sage ich mal, zu Ende gegangen, hoffentlich. Und auf das freue ich mich schon. Und es gibt viel zu tun in der Zukunft. Wir machen eben Tourneen und nächstes Jahr ist 20 Jahre Nick B. Da gibt es wahrscheinlich auch was Großes, das gerade in Planung ist und es schaut ganz gut aus. Wir freuen uns schon. Wir freuen uns schon heute auf das kommende Open Air 2017, das dann bereits zum 6. Mal über die Bühne geht und dann wieder mit vielen Stars, Party und Überraschungen. Und zu guter Letzt wünschen wir der Nordwand und den anderen Künstlern weiterhin viel Erfolg.